Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Sim World. Ja, Arosa Line, es geht von Schur nach Arosa. Ja, dann schauen wir einfach mal. Es schneit draußen, ja, es ist Schneewetter. Wir schlängeln uns da so durch die Stadt durch. Ist ja richtig ein schöner verschneiter Ort hier gerade. Oh, pass mal auf, das schaut da richtig toll aus, oder? Jetzt mal, das schaut doch so richtig schön aus, oder? So. Die Zeit muss immer sein, sage ich mal dazu. Oh Gott, ich hätte jetzt nicht anhalten müssen, oder? Nee, oder? Oder? Ich habe. Nee. Mann, da steht ja dort ein Lünenkastil Bahnsteig 2. Nee, passt schon. Ein bisschen langsamer werden. Wir sind zu schnell. Wir haben jetzt eine Steigung von 0,6%. Kann ich den Scheibenwischer ein bisschen langsamer machen? Ne, nur aus oder ein. Ja, super. Also ich kann Intervall nicht einstellen. Schade. Ne. Kann ich leider nichts machen, ja, Mist. Aber wir müssen ein bisschen einschalten, weil sonst sehen wir nichts mehr. Weißt du, was ich da. So ein 0, wenn ich mache? Ja, bringt ja auch nichts. Kann ich nur ein- oder ausschalten? Ja, jetzt schaut mal kurz aus. Wenn es natürlich wieder voll wird, dann müssen wir wieder anschalten. Ne? Kann man jetzt ein bisschen schneller werden? Aber man sieht ja noch durch die Scheiben, also.
Also Winterdienst ist noch nicht da. Okay. Geht's mal hinein in die Einsamkeit. Also wir müssen um 8.28 Uhr müssen wir in Lünen-Kastell, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Lünen-Kastell Bahnsteig 1, 2, muss man sagen. Ja, das schlängelt sich jetzt schon hin. Ja, also. Ja, 13 Minuten haben wir Zeit noch. Aber das schlängelt sich schon, ja. Weil wir sind ja nicht schnell. Also, haben wir jetzt 32 Stundenkilometer drauf. Das ist nicht wirklich schnell. Wir tickeln mehr so dahin, aber schneller geht's halt nicht. Ist halt doch ein bisschen eine bergige Strecke. Wie ist das eigentlich bei euch so? Mögt ihr auch so gern Bergfahrten? Also ich liebe ja Bergfahrten total. Also mag sowas total gern. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, ich würde es so gern mal. Also, oder was heißt so gern? Es wäre natürlich super, wenn es für Trains im World, wenn es die Zugspitzbahn geben würde. Das wäre eine Herausforderung. Das wäre cool. So eine, ja, Zugspitzbahn einfach. Sowas mache ich total gern, so mit einer Lok in die Berge. Finde das cool, mega cool. Und die Täler hier, wenn man so runterschaut. Ja, da geht schon ordentlich runter. Wir haben jetzt eine 6%ige Steigung. Also es geht schon ziemlich nach oben. Ich sag immer, Train Sim World ist ganz ehrlich, ist wirklich ja, für Freunde der Eisenbahn super. Wenn man Modelleisenbahn liebt, dann mag man sowas auch total gern. Weil da kannst du mit der Modelleisenbahn fahren. Du hast ja die Strecke nicht selber erstellt und so, aber es ist egal. Aber du kannst mit deiner Lieblingslok oder so, mit deinen Loken, wo es sonst nur ja, wo Modell ist, kannst du damit fahren. Das ist eigentlich schon cool, ey. Ich weiß noch, wie ich damals angefangen habe, meine erste Simulation, das war damals, also Eisenbahnsimulation, also wo du fahren hast, die Lok, das war Trains oder so hieß es mit Z hinten raus, irgendwie Trains. Also verheerende Grafik, gut, für damalige Zeit war es super Grafik, also aber ja, aber das war schon cool. Und dann irgendwas habe ich mal so auf dem C64er gehabt. Ja, gut, das kann man nicht wirklich Simulation dann nennen, also das ist dann wirklich so Polygone oder so. Das kann man dann wirklich, naja. Aber trotzdem, man hat sich ja damals schon gesagt, so geil. Ja, also, wenn man sich das vorstellt heutzutage, würde ich sagen, um Gottes Willen, also,
Was ist denn das für eine Grafik? Aber zu damaliger Zeit war das wirklich das Nonplusultra, ja. Ja, so schnell sind wir jetzt eigentlich gar nicht dran, gell? Also 8.19 Uhr, 8.18 Uhr, jetzt haben wir noch 11 Minuten, aber immer noch 3 Kilometer zu fahren. Und das schlängelt sich halt so. Man meint dann immer so, man ist ja relativ schnell durch, aber nee. Und das zieht sich schon, weil es halt dann auch so kurvig ist, das Ganze. Also mit dieser Arosa Line, also mit der würde ich echt gerne mal, also ich würde diese Strecke gerne mal in echt, ja, mir anschauen, also mitfahren. Also irgendjemand hat da mal gesagt, er ist damit schon mal mit dieser rätischen Bahn schon mal gefahren, also mit, auf dieser Strecke hier. Das soll also gigantisch sein, ja. Würde mich ganz ehrlich gesagt auch mal wirklich interessieren, sowas. Ah, jetzt geht's runter. Muss ein bisschen langsamer werden. Geht's dahin die Zeit, gell? Noch 6 Minuten. Und noch 1,9 Kilometer, ja. Schon gigantisch, so hier mit den Tälern da, mit den Brücken, schaut schon cool aus. Könnte man fast schon Fotoshooting machen und dann in die Felsen rein, die Tunnel, also das ist schon gigantisch. Aber wir sind ein bisschen zu schnell dran. Haben wir die Geschwindigkeit wieder drin, 32. Ja, man muss ein bisschen immer nach, also so angleichen. ...1,4 Kilometer. Würde mal interessieren, wie hoch wir jetzt sind. Gut, bei dem Wetter sieht man jetzt auch nicht so runter, aber so das, was ich sehe, ja, sieht aus, als wenn es da doch ziemlich weit runter geht, gell?
in 3,5 Minuten, ja, oder man kann sagen in 3 Minuten, ja, müssen wir da sein. Das sollte man schon schaffen. Wir haben nur 700 Meter, also. Ja, doch, das schaffen wir locker. Wenn es sich jetzt nochmal so eine riesen Kurve gibt, dass wir uns dann wieder entfernen, kann natürlich auch sein, gell? Aber ich denke mal, das passt jetzt schon so. Naja, wir müssen das so einmal um den Berg rumfahren, so was ich sehe. Ah. Gut, Luftlinie, wenn man schaut, sind es 340 Meter, aber wenn ich jetzt um den Berg rumfahren muss, kann es natürlich sein, dass es ein bisschen dauert. Aber ich denke mal, nee, das passt schon so. Ist jetzt, okay, wir sind schon da. Lass mal auf der linken Seite die Leute aussteigen. Ja, sind wir super in der Zeit. Passt perfekt. War fast ein bisschen zu. Haben wir Glück gehabt. So, okay. Ich war fast ein bisschen zu schnell gewesen, ja. Aber da vorne ist das Stoppschild, also, naja, das passt schon so. Naja, hinten, die können ja hier noch hin, das passt schon. Der Bahnsteig ist bis hierher, das passt schon, das ist immer perfekt. Ja, dann würde ich sagen, war's das jetzt schon mal wieder, ja. Dann, lassen wir mal die Gäste einsteigen und dann fahren wir weiter. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was ihr noch nicht gemacht habt, würde mich freuen, wenn es mal ein Like gibt. Ja, da wäre ich sehr dankbar für euren Support. Und ja, folgt mir doch einfach auf dem Kanal, wenn ihr noch nicht gemacht habt, dann seid ihr mal up to date. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und ich bin draußen. Tschüss, Freunde. Servus.